Also, Neil, bitte beschreib mir das Marmorei ganz genau. Naja, es ist weiß und man kann es öffnen. Ist da auch ein kleines Küken drin? Ich wette, das ist so. Vielleicht ist es abgehauen. Komm her, Küken. Hierher, kleines Küken. Jungs, es ist kein echtes Ei. Eigentlich ist ein kleiner Marmorelefant im Ei. Deswegen habe ich das Geschenk ausgesucht. Der Elefant ist das Symbol unseres Königreichs. Ein besseres Geschenk könnte es echt nicht geben. Darf ich mal sehen? Na klar, Mira. Das Ei hat ein Muster. Das hilft uns bei der Suche. Aha, wirklich ganz interessant. Was ist denn, Chiku? Diese hübsche kleine Kiste hat die perfekte Größe für meinen Ladu. Man könnte sie sogar Ladu-Kiste nennen. Vielleicht ist das Ei einfach rausgefallen. Neil, wir sehen in deiner Rikscha nach. Echt gute Idee. Ich kann hier leider kein Marmorei entdecken. Miku? Chiku? Gar nichts. Nein. Neil, sieh doch mal. Dieses Rad wackelt total. Aber dieses hier nicht. Die Räder waren in Ordnung, als ich losgefahren bin. Aber auf dem Hügel dort war eine heftige Unebenheit. Deswegen ist das Rad locker. Hey, vielleicht ist dort... Das Marmorei rausgefallen? Ja. Los, sehen wir nach. Wir warten hier, falls ihr uns braucht. Wir passen ganz genau auf, ob hier irgendwelche Eier allein rumrollen. Hier gab es die Erschütterung. Siehst du die Reifenspuren? Was ist denn, Neil? Guck dir mal das Muster hier an. Genau das gleiche wie auf dem Ei. Also ist es hier gelandet. Vielleicht ist es den Hügel runtergerollt. Ein Rollrennen? Ich bin dabei! Nein, Jungs, kein Rollrennen. Wir glauben, das Marmorei ist den Hügel runtergerollt. Aber ihr bringt mich auf eine Idee. Wir könnten etwas anderes runterrollen lassen, dann wissen wir vielleicht, wo das Ei ist. Oh, ich will rollen! Oh, nimm mich, nimm mich! Entschuldigt, Jungs. Wir brauchen dafür etwas, was ungefähr die Größe wie das Marmorei hat. So wie ein Ladu? Danke, Chiku, aber wir brauchen etwas Festeres. Ich habe gehofft, dass sie das sagt. Wie wär's denn mit diesem Stein? Passt perfekt. Ich könnte mit meiner Rikscha nochmal über den Hubbel fahren. Dann sehen wir, ob der Stein rausfällt und rollt. Ganz genau. Und wenn es so ist, wissen wir, dass es mit dem Ei auch so war. Dann müssen wir nur den Stein verfolgen, um zu sehen, wo er landet. Und vielleicht finden wir dann das Marmorei. Okay, Neil, zeig uns, was passiert ist. Also, ich bin den Hügel runtergefahren, Richtung Hubbel. Die Kiste hat auf dem Sitz gestanden. Ausgezeichnet, Miku und Chiku. Ich habe eine wichtige Aufgabe für euch zwei. Falls der Stein rausfällt und rollt, könnt ihr ihn verfolgen? Klar doch. Wir lassen dich nicht hängen. Auf die Plätze. Fertig. Los. Hier kommt die Unebenheit. Das Rad lockert sich und das Marmorei muss rausgefallen sein. Ja, genau so. Dann ist es da lang gerollt, wo der Abdruck ist. Und dann den Hügel herunter. Los, Stein. Du schaffst es, kleiner Stein. Der Stein ist durch die Tür gehopst. Und das Marmorei bestimmt auch. Wir folgen dem Stein. Er ist im Hüpfekästchenfeld gelandet. Das ist mit dem Marmorei ganz sicher auch passiert. Schau Mira, die Meisterdetektivin, im Disney Channel.